Hallo zu Folge 20 von The Dick. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Und jetzt geht's in Richtung Alien. Stellt euch da mal auf das Podest, Freunde. Zeit für die Lift-Tour. Genau. Hilfst du mal schön hoch. Mach mal einen auf Gentleman, was ich dir total abkaufe. Du alter Macho-Schnösel. Jetzt gehen wir mal das Viech erwecken. Ja, komm. Wir mal ein bisschen Gas hier. So. Da ist ja jetzt kein Wachmann mehr. So, genau. Und ab zur Pyramide. So, und jetzt kommt wahrscheinlich der große Quasselmarathon. Kristalle habe ich ja auch, um ihn zu erwecken. Dann legen wir los. So, schon ein bisschen wieder am Leben. Entweder zahlt sich jetzt meine außerirdische Bildung aus, oder wir sterben. Sterben? Solange ich ihn nicht aus Versehen angreife, wird alles in Ordnung gehen. Aklash Park. Er sagt, öffne den Mund, was bei Ihnen so viel bedeutet wie sprich. Sie reden, Mackie. Dann können Sie sich gegenseitig verstehen. Sprich. Oh, jetzt ist die Sprache geändert. Das ist ja mal ganz vernünftig. Warum war dieses Grab so sorgfältig versteckt? Damit nur die beharrlichsten und klügsten und damit die gefährlichsten Besucher es finden würden. Mit gefährlich macht das nicht unbedingt Sinn. Warum wurde Ihr Körper so sorgfältig aufbewahrt? Alles Übel an diesem Ort habe ich heraufbeschworen. Also beschloss ich, auf ewig sein Wächter zu sein. Okay. Wenn das, was Sie getan haben, so schlecht war, warum zeigen die Displays im Museum dann so große Verehrung für Sie? Es gab eine Zeit, zu der man glaubte, meine Erfindungen seien Gutes. Ich glaubte selbst daran. Sonst hätte ich sie vernichtet. Ja, wieder das Übliche, ne? Eine Erfindung, die doch anders sich auszahlt, als man denkt. Wie lange werden Sie hier bleiben? Bis der letzte meiner Fehler wieder gut gemacht ist und die Kristalle ihre Macht verloren haben. Also sind die Kristalle nicht gut. Wir wollen nach Hause gehen. Das ist der Wunsch aller lebenden Kreaturen. Es ist ein sinnloser Wunsch, weil es kein Zuhause gibt. Jede Intelligenz muss fortschreiten ohne Rast. Ja gut, das macht die Menschheft ja auch in Bestform vor. Das Schiff, das Sie ausgesandt haben, hat uns hierher gebracht. Wir wollen zurück zu unserem Heimatplaneten. Ein weiterer unserer schrecklichen Fehler. Wir sandten diese Schiffe aus, als wir dachten, wir hätten die ruhmreichen Geheimnisse des Universums entdeckt. Wir konnten sie nicht zurückrufen. Also bleibe ich hier, um alle zu warnen, die einer Einladung gefolgt sind, die wir besser nicht ausgesandt hätten. Okay. Also sprich, wäre besser, es hätte keiner diesen Planeten betreten. Uns zu warnen wird nichts bringen, wenn wir hier bleiben müssen und es nicht den anderen Menschen auf der Erde weitersagen können. Es gibt zwei Möglichkeiten, euren Planeten zu schützen. Die eine ist, wenn ihr nach Hause zurückkehrt, sie warnt und von hier fern bleibt. Die andere ist, wenn ihr nie zurückkehrt. Welche Warnung ist wohl wirkungsvoller? Option 2 finde ich jetzt nicht so toll, wenn ich ganz ehrlich bin. Sagen Sie uns, wie wir wieder zur Erde zurückkommen. Ich flehe Sie an. Wenn mein Volk aus der Sternzeit 6 zurückkehren könnte, würde es den Hafen wieder aufbauen können.
Und es könnte ein Sternenschiff bauen, das euch wieder zu eurem Planeten führt. Aber sie werden den Weg nach Hause niemals finden. Okay, das wäre jetzt die interessante Frage, warum, aber... Die Maschine in ihrem Labor, was tut sie? Wo alle Lichter leuchten, öffnet sie das Auge. Das war jetzt nicht sehr hilfreich. Das Auge, ist das der Kristall am Schnittpunkt der Lichtbrücken? Die Maschine generiert dieses Auge? Das Auge sieht alle Zeit und jeden Raum. Und wohin das Auge sieht, kann der Geist fliegen. Ah, da ist also die Maschine, die wir brauchen. War dieses Auge die Pforte zu dem Ort, an dem ihr Volk jetzt ist? Eine Pforte, die nur in eine Richtung durchquert werden kann. Das wissen sie nicht. Wenn jemand stark genug mit der Realität verbunden ist... Glaubt ihr, ihr seid stärker als mein Volk? Ja. Selbst dieses stärkste aller bekannten Völker konnte der Versuchung nicht widerstehen, bis es zu spät war. Wir schaffen das schon. Wenn wir ihr Volk zurückbringen, kann es ein Raumschiff bauen, das uns wieder zur Erde bringt. Das ist unsere einzige Chance. Vielleicht versagen wir, aber sie müssen es uns versuchen lassen. Ihr glaubt, stärker und weiser zu sein als mein Volk. Also werde ich euch die Früchte eures Stolzes zuteil werden lassen. Ich werde euch sagen, wo das Teil zu finden ist, wenn ihr richtig zu fragen wisst. Aber es wird euch mehr kosten, als ihr euch je vorgestellt habt. Da ist das Maschinenteil. Bitte hören Sie auf, mit uns zu spielen. Wo ist das fehlende Teil? Ihr könnt nicht verstehen, was geschieht, wenn das Auge aktiviert wird. Ihr könntet nicht aufbringen, was es euch kosten würde. Na gut, machen wir das gleich. Machen wir, bevor gleich irgendwas beendet wird hier, machen wir die anderen Gesprächsthemen mal erst noch. Diese Insel, die wir gefunden haben, wo war sie versteckt? Sie verließ die Realität, aber nur ein kleines Stück. Sie kann zurückkehren, weil sie niemals völlig ging. Die Insel taucht in unserer Realität auf und verschwindet wieder? Mit jeder Passage verliert sie Substanz. Wir dachten, wir könnten unsere Welt mitnehmen in die Sternzeit 6. Es konnte nicht vollbracht werden. Wenn etwas unsere Realität verlässt, wo geht es dann hin? Zu einem Ort, an dem Zeit unendlich ist in jede Richtung. Aber weil sie nicht auf einer einzigen Linie verläuft, kann sie nicht vorausgesagt werden, noch kontrolliert. Jene, die von hier nach dort gehen, können nichts ändern. Sie sind nichts als Beobachter, auf ewig. Okay. Ist auch nicht ein schönes Schicksal. Diese Geschöpfe, die hier leben, wusste ihr Volk von ihnen oder kamen sie später? Seit damals sind Millionen von Jahren vergangen. Was einst Haustiere und Freunde waren, sie folgten den eigenen Pfaden der Evolution. Sie wurden so schön oder so schrecklich, so klug oder so dumm, wie es in ihnen war. Das Monster, das mich gefangen hat. Gibt es davon noch mehr? Dieses eine hat sich nicht entwickelt. Es wurde geschaffen. Und es existieren so viele, wie nötig sind. Das heißt, um die Besucher umzubringen, oder was? Was seid ihr für ein komischer Planet? Wer sind Sie, Ehrwürdiger? Der Bringer des Unglücks. Bitte sagen Sie mir, wer Sie sind. Ich bin der Vollbringer, der nichts vollbringt. Der Schöpfer, der vernichtet. Und doch wäre ich gern der Zerstörer, der alles bewahrt. Der Gefährliche, der schützt. Sprechen Sie nicht in Rätseln. Sagen Sie uns, wer Sie sind. Einst wurde ich der größte Denker geheißen, den mein Volk jemals hervorgebracht hat. Ich versuchte, Stärke und Glück über mein Volk zu bringen. Ich gab ihm die Kraft, diese Welt zu verlassen, den Körper zu verlassen.
eine Existenz als reiner Geist zu führen, unendlich perfekt. Aber ich konnte ihm nicht die Kraft geben, zurückzukehren, den eigenen Körper wieder anzunehmen, die eigene verfallende Welt. Sie sind verloren und können nicht wiederkehren. Alles nicht tolle Sachen hier. Haben Sie einen Namen? Ich hatte einen Namen, als ich lebte. Jetzt bin ich wieder und wieder tot. Wozu brauche ich Namen? Mein Körper ist nun schon so alt, dass die Kristalle kaum mehr Macht über mich haben. Ich erstehe für einige Minuten und dann falle ich wieder. Bald wird die Wirkung völlig erloschen sein. Erst dann wird mein Gram beendet sein. Ich will keinen Namen und keine Erinnerung, die mich überleben. Ist ein bisschen Emo drauf, glaube ich, ne? Haben Sie die Lebenskristalle erfunden? Die Toten lebendig zu machen, ist die größte Errungenschaft, die wir je gesehen haben. Was die Toten auferstehen lässt, kann die Lebenden erniedrigen. Schöner Satz, aber da hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr noch dazu gewusst. Haben die Kristalle Nebenwirkungen? Was die Kristalle wiederholen, ist nicht Leben, sondern Sklaventum. Wenn die Kristalle einen wiederherstellen, ist man nicht wirklich am Leben. Sie heilen Zellen und Organe, aber sie nehmen alles, was Leben wertvoll macht. Das heißt, es erweckt nicht die Seele, oder was? Warum haben Sie sie dann hergestellt? Unsere Gesellschaft war besessen von dem Gedanken, ewig zu leben. Das Ausmaß und die Gefahr dieser Besessenheit habe ich unterschätzt. Die Kristalle sind der zweitgrößte Fehler, den ich begangen habe. Jetzt würde ich gern nach dem ersten fragen. Aber das darf ich ja nicht. Ja, Sie haben uns gewarnt. Wo ist das Teil denn jetzt? Geht zur Karte mit dieser Nachricht und seht, was sie anzeigt. Oh, noch ein Stab. Oder? Nee, doch nicht. Ich habe genug gesagt. Danke für Ihre Hilfe. Ich will euch nur geholfen haben, wenn ihr euren sinnlosen Plan aufgebt. Wir geben nicht auf. Mein einziger Trost ist, dass der wahre Tod mit jedem Sterben ein wenig näher kommt. Gute Übersetzungsarbeit, Maggie. Er spricht sehr langsam und deutlich. Aber ich bin schon ziemlich verdammt gut. Doch, da war doch schon Stab. Okay. Also, dann ist klar, wo Robbins! Finden Sie nicht, dass er alles daran setzt, zu verhindern, dass wir die Maschine reparieren? Lassen Sie uns nach dem Teil suchen. Na, wir haben jetzt einen Anhaltspunkt. Wir müssen es versuchen und die Maschine einschalten. Das ist der einzige Weg, herauszufinden, was sie bewirkt. Sollen wir etwa alle Inseln nach einem Teil absuchen, von dem wir nicht einmal wissen, wie es aussieht? Wo bleiben denn jetzt all die hilfreichen Hinweise? Hast einen. Die Hinweise bezogen sich nur auf Dinge, die sie absichtlich versteckt haben. Aber das fehlende Teil, vielleicht ist es gestohlen worden. Oder einfach vergammelt. Dann wäre alles umsonst. Boston, irgendjemand weiß, was das fehlende Teil bewirkt. Und vielleicht sogar, wo es ist. Tja, ich weiß nicht. Ich habe nicht von Ihnen gesprochen. Ich meinte jemanden unter einer Kristallpyramide. Ja, ist schon klar. Wissen wir. Wenn ich diese Inschrift nicht zufällig bemerkt und mitgenommen hätte, dann hätten wir diese Insel suchen können, bis wir schwarz geworden wären. Sie verstecken sie. Dann helfen Sie uns, sie zu finden. Wer versteht nur, warum Außerirdische tun, was sie tun? Vielleicht ist es ein Intelligenztest.
Oder ein Test unseres dummen Glücks. Oder unserer Hartnäckigkeit. Er ist eine lebende Enzyklopädie. Wir sollten uns gut überlegen, ob wir die hier auf der Erde herstellen wollen oder nicht. Garantiert nicht. Jetzt, wo wir gesehen haben, was mit Brink passiert ist. Keine Sorge, wir werden wahrscheinlich nie dahin zurückkehren. Und selbst wenn, wird wohl niemand diese außerirdische Wissenschaft begreifen. So, was gibt's denn Neues über Brink? So besorgt ich um Brink auch bin, ja, so wütend bin ich auch auf ihn. Er ist verrückt, durchgeknallt und völlig außer sich vor Gier. Er ist nicht er selbst. Es liegt an diesen verdammten Kristallen. Stecken Sie immer noch da drin? Mir geht's gut, Boston. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ach, das kennen wir schon. Aber ich werde so langsam müde. Ich habe eine Menge herumgegraben. Und ich habe so viel gelesen, dass meine Augen wehtun. So, komm. Jetzt. Danke. So, ab zur Karteninsel. Und das Ding da mal eben eingeben. Dann haben wir das auch. Das machen wir in dieser Folge auf jeden Fall noch. Dann bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall sollten wir das Stück finden. Dann zurück zu dem letzten Pylon, was auch immer das für eins war. Kann ich ja wieder abkürzen, ne? Oder? Warte mal, nee. Da muss ich da lang. Robbins! Schon in Ordnung. Nee, muss nicht mit ihr quatschen. Das bringt mich gerade auf die Idee. Er ist ja dran gegangen. Kann man ihm was Neues erzählen? Brink, hier ist Low. Hören Sie mich? Ich höre Sie, Low. Was ist los? Da ist das Teil, mit dem wir glauben, den Generator wieder einschalten zu können. Es interessiert mich nicht, welche trivialen Aufgaben Sie beschäftigen. Haben Sie die große Maschine im Laboratorium gesehen? Es ist ein nutzloses Spielzeug, verglichen mit dem, woran ich arbeite. Ja, du bist ein Sympath. Brink, da liegt ein toter Außerirdischer in einem kristallenen Sarkophag. In einer Kultur, die Tote auferstehen lassen kann, hatten sie vermutlich einen guten Grund, ihn zu bestatten, statt ihn wiederzubeleben. Und jetzt lassen sie mich allein. Das ist ja sozusagen seine Selbstisolation. Warum soll ich mich ärgern mit ihm? So, mal kurz... Die Brücke. Dann hauen wir den Code eben rein. Mal gucken. So, wo ist er? Ja, stimmt, da ist noch keine Lichtbrücke. Da kannst du ihn noch nie erreichen. So, nochmal gucken. Gott. Das sollte ich hinkriegen, ohne das großartig aufschreiben zu müssen. Erstmal klicken wir uns einen Wolf. So. Und den auch nochmal einmal durch. Der andere war grün, glaube ich, ne? Ja. Okay. Da ist das Teil also.
Vorausgesetzt, er hat uns den richtigen Code gegeben. Tja. Ja, Moment, das war doch hier, ne? Nicht, dass ich mich vertue. So, einmal da raus. Komm, gib mal alles. Ne, Blödsinn. Tue ich mich so oder ist das hier? Warte mal. Egal, wir werden jetzt gleich sehen. Die ein, zwei Minuten haben wir jetzt auch noch. Das will ich jetzt auf jeden Fall noch haben. Dann müssen wir eh zurück zum Nexus. Ne. Wir sind hier falsch. Gut, dann würde ich sagen, ist hier ein wunderbarer Cut. Dann gucke ich mal, wo ich hin muss. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.